Willkommen bei Eva, nur die Maus raus. Und es war mal wieder so weit, dass ich bei Ava und Mägel gekauft habe. Das ist aber nicht meine Schuld, wirklich nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe selber bei YouTube Videos geguckt und ich habe gewartet auf das Video von Antje's World, weil sie macht jedes Jahr zum Ava und May Adventskalender ein Video. Und da vorher nicht so gesagt wurde, was drin ist, habe ich ihr Video abgewartet, damit ich weiß, ob sich das für mich lohnt. Und dieses Ganze, was ich jetzt hier drin habe, ist auch ein absoluter Schnäppchenpreis. Das wird es auch so nicht mehr geben, das, was ich dafür bezahlt habe, weil ich glaube einfach, es war ein Fehler im System und sie haben es trotzdem versendet. Die haben also gemerkt, es ist ein Fehler im System. Wir haben was und haben trotzdem die Produkte zu den Preisen rausgeschickt, was ich denen hoch anrechne, weil andere Firmen würden dann die Bestellungen von einem stornieren. Das heißt, ich habe hier eine große Kiste voller Duftkerzen, die reichen dann auch für ein halbes Jahr und einen Adventskalender, der sich auch hervorragend eignet, dass man einfach was davon verschenken kann. Okay, wir schauen uns einmal den Adventskalender an, den ich gerade hochgehoben habe. Das ist einmal so in einem schönen goldenen Design. Ich finde es ganz süß. Und dann macht ihr es einfach aus. Dann ist das wie so eine Schatztruhe, finde ich schon fast. Und wenn ihr die dann leer habt, diese Döschen, könnt ihr das natürlich für andere Sachen zum Reinlegen verwenden. Das ist über zwei Etagen. Das heißt, hier unten könnt ihr nochmal eine Schublade aufmachen und überall sind die Produkte drin. Es ist ein gemixter Kalender, das ist der große für 199 Normalpreis. Aber Ava und May baut auf Rabatten. Also ihr kriegt immer, wirklich immer Rabatte, Codes und so weiter. Und ich mag einfach auch die Firma, ne? Was ihr jetzt hier habt, ich hoffe, das seht ihr ein bisschen. Mal gucken, ob wir das eingefangen sind. Hier ist zum Beispiel eine Schneeflocke drauf und hier oben ist zum Beispiel sowas wie ein Hirsch. Oder Rudolf mit der roten Nase, ich weiß es nicht so genau. Aber es ist so minimal drauf gemacht, dass man es kaum sehen kann. Das lässt sich sehr, sehr schwer einfangen, das Bild. Und jetzt starten wir auch mit dem ersten Produkt. Und das ist ein Duftstäbchen von Ava und May mit der Sorte Mykonos Griechenland. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Die Verpackung an sich finde ich auch mega, mega hübsch. Es ist nicht unbedingt weihnachtlich, genauso wie der Adventskalender, nur in Gold gehalten, finde ich nicht unbedingt nur weihnachtlich. Und wir packen das Ganze mal aus. Und ich hatte schon mal Duftstäbchen von Ava und May, aber ich habe sie nie benutzt. Ich habe sie immer verschenkt. Diesmal werde ich sie austesten. Das seht ihr, das ist jetzt hier in so einem blau gefärbten Glas mit. Das ist natürlich keine normale Größe. Ich weiß auch nicht, wie lange jetzt die Dauer dieses Produktes ist. Aber Mykonos hat Erdbeere mit Kaschmirholz, Sandelholz, Öl. Den Duft kriegt ihr nicht mehr bei Ava & May. Der ist nämlich inzwischen ausverkauft. Aber die bringen meistens die Sachen wieder, wenn sie gut gelaufen sind. Okay, ich finde, der ist tatsächlich so ein bisschen in Richtung Kaschmirholz und Sandelholz. Also ich finde, dass diese Erdbeere, sollte da Erdbeere drin sein, er hat nicht unbedingt so einen fruchtigen Touch. Trotzdem finde ich insgesamt das Packaging und auch das Design richtig hübsch mit diesem aquatischen Flair. Mega. Das Produkt werde ich auf jeden Fall behalten. Bei mir sind die Videos immer ein klein bisschen chaotisch. Da entschuldige ich mich schon mal von Anfang an für. Aber das bin einfach ich. Wir machen auch nicht der Reihe nach, sondern ich finde, ein bisschen Überraschungseffekt braucht es schon für zu Hause, ne? Das nächste Produkt, was wir haben, das ist jetzt mal, sag ich, etwas Sinnvolles. Es sind einfach Streichhölzer. Das heißt, wenn ihr den Adventskalender geschenkt bekommt, braucht ihr gar nicht nach einem Feuerzeug zu gucken, sondern ihr habt so längere Streichhölzer dabei. Ich bin ein Fan von diesen Stabfeuerzeugen, weil früher hatten wir mal die Streichhölzer und man hat sich immer versucht, mindestens mehr als eins zu schaffen. Und das war immer bis zum Schluss dann schon fast abgebrannt. Und von daher finde ich Stabfeuerzeuge etwas besser. Gut, dann das nächste Türchen. Und ich finde eben, Antje's World, die macht das richtig, richtig hübsch. Also schaut auch mal gerne bei ihr vorbei, ihre Videos. Und wir haben hier einmal den Duft Barcelona. Barcelona ist, Moment, Jasmin mit Kandis und Himbeere.
Jasmin und Kandis. Jasmin mag ich ja mega, mega gern als Duft, ne? Wirklich. Also wenn ihr meine Videos kennt, so leicht Blütenmeer oder so, ist absolut meins. Und das ist hier vollkommen erfüllt. Himbeere geht ein bisschen zurück vom Duft, finde ich. Da kommt eher der Kandis, also so eine schöne Süße dazu. Ein richtig, richtig toller Duft. Ihr seht das auch hier. Dieses Glas ist richtig insgesamt eingefärbt. Das mag ich auch bei Ava. Und ihr habt immer vorne dran so das Ava-Logo. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr dekorativ auch zum Hinstellen. Also ich mag es wirklich. So. Dann das nächste. Das sind dann so schmale Packungen. Da gucken wir mal, was drin ist. Und zwar auch Fand, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist die Schwesterfirma, Tochtergesellschaft, was auch immer. Die stellen Parfüm her und arbeiten im Prinzip immer mit Avon May zusammen. Sie machen es nämlich so, dass sie teilweise das, was sie auch an Kerzen anbieten, gleichzeitig auch als Parfüm herstellen. Und das haben wir hier bei XO Violet. Aber ich habe bisher keine Sachen von denen gekauft, weil, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, es ist ein bisschen schlicht im Design. Also so sehen auch eigentlich immer die großen Flaschen aus. Ich finde es ein bisschen schade, wenn, dann hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Okay, wir sprühen einmal XO drauf und das ist nämlich Amber mit Jasmin und Mandarine. Es sind Düfte, wo ich wieder mal sage, das wäre jetzt so voll meins. Okay, müssen wir vielleicht ein bisschen ziehen lassen. Ich direkt mit den Näschen dran, ne? Aber ich mag einfach diese Duftvideos. Ich habe so viele. Ich mag Disney-Videos, Duftvideos. Das ist so meine Welt. Und Schmuckvideos. Das sind einfach so die Eckpfeiler meines Kanals, wo ich einfach sage, und zwischendurch dann ein bisschen Unboxing und vom Surprise-Boxen oder so. Aber ich mag es. Okay, es ist eine leichte Frische. Also es ist nicht so, dass es ein Bam-Duft ist, wie ich manchmal so schön sage. Das heißt, ihr sprüht es drauf und es verteilt sich sofort, sondern es riecht wirklich nur, wenn ihr dran geht. Und das ist eine schöne, zarte Jasmin-Duftnote. Mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Gut, das nächste ist nochmal so ein schmales Paket. Ich hoffe, ich vergesse gleich kein Tag. Hier habt ihr einmal, und zwar ist das Pulver. Das könnt ihr einfach mit Wasser aufschütten, also in eurem Seifenbehälter. Und dann wird daraus Seife. Die Duftnote ist Aruba. Das heißt, Aruba ist, Moment, Litchi mit Magnolie und Vanille. Und ich muss einfach sagen, wie das vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, das erste Mal bei Ava und May im Live gezeigt wurde, fand ich das mega, mega interessant, weil ich einfach die Düfte unheimlich gerne mag. Sie haben eben zu ihren Duftlampen Seife hergestellt und dann eben ein bisschen nachhaltiger in so einer Verpackung. Aber ich habe das immer entweder vergessen oder nicht gekauft. Aruba wäre aber keine Sorte, die ich jetzt normalerweise gekauft hätte. Die hatten auch andere schöne Duftnoten und die hätte ich wahrscheinlich lieber gehabt. Für Seife. Gut, ich mache schon das nächste Türchen auf. Und da haben wir. Ach, Kreta. Kreta ist auch dabei. Kreta hat eine unglaublich schöne Farbe, finde ich, dieses Mal. Kreta. Aquatische Note mit Tannenholz und Zedernholz. Also das Aquatische, finde ich, kommt super gut rüber. Zedernholz kommt nur leicht rüber, aber tatsächlich nehme ich jetzt so pur das Tannenholz nicht wahr, aber ich mag einfach diese aquatischen Noten drin, diese Frische. Das war auch ein Duft, der jetzt im Sommer veröffentlicht wurde, ich glaube vor 4, 5 Monaten. Da kam Kreta neu, genauso wie Seychellen, genau. So, dann das nächste Türchen und ich bin gespannt. Oh, wie süß. Dazu habe ich keine Duftbeschreibung gefunden. Und zwar sind das so Special Editions, die nur für diesen Adventskalender hergestellt werden. Und zwar ist das Santas Schlittenfahrt. Sieht dann im Ganzen, ich halte es mal so. Ich habe da manchmal keine ruhige Hand. Ist einfach ganz niedlich. Wir gucken mal kurz.
Ich würde sagen, da ist Tannennadeln drin, so ein bisschen winterlich angehaucht, vielleicht einen Hauch vom Moschus noch reingetan. Aber sehr, sehr lecker und natürlich auch mega zum Verschenken. Wenn du sowas verschenkt oder so, ich meine, das kommt auch echt gut dran. Es ist eine Kleinigkeit, finde ich ganz gut. Gut, das nächste, das ist jetzt hier so ein großes Päckchen. Und das ist so unfassbar niedlich, ganz ehrlich. Lappland nennt sich das. Und das ist größer als die kleinen Päckchen, also die kleinen Kärtchen, die wir bisher hatten, wie zum Beispiel hier diese Santas Schlittenfahrt, weil das hier ist Lappland und das ist schon so süß durchgestylt. Schaut mal bitte. Das im Vergleich zu dem hier. Nochmal eine Nummer größer. Oh, das ist lecker. Das ist lecker. Es riecht nämlich so ein klein bisschen nach Weihrauch. Ich gucke mal kurz, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Winterland mit Zedernholz. Ja, ich glaube, das ist mit Zedernholz. Es ist auf jeden Fall so gefühlt vom ersten Eindruck, als wenn ihr so am Kamin sitzt und es ist winterlich. Es ist der ultimative weihnachtliche Duft, finde ich. Also wenn eine Kerze an sollte sein sollte auf Weihnachten, sollte es wahrscheinlich diese sein, weil die ist mega, mega süß. Und wie gesagt, eine Kleinigkeit auch zum Verschenken. Mega. Dann machen wir das nächste Türchen auf. Es ist wieder so ein schmales, wahrscheinlich wieder eine Seife. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also man merkt sich ja nicht im Video, was ist was, sondern man merkt sich so ein bisschen, ob es für mich brauchbar ist. Malediven, ist das, glaube ich, ne? Seife. Mal gucken. Meine Seife ist indische aquatische Noten mit weißer Orchidee. Das ist wieder etwas, das hätte ich mir gekauft. Das hatte ich tatsächlich auch schon im Warenkorb, diese Seife. Ich fand die mega interessant, aber Seife, ne? Wer kauft schon gerne Seife? Obwohl man sie auch gerne testen möchte, aber irgendwann ist auch mal gut, ne? Gut, das nächste, wieder ein größeres. Das heißt, wir haben auch da wieder eine größere Kerze drin wahrscheinlich. Schaut mal bitte das. Das ist einmal nochmal Lappland, Winterland, aber in einem anderen Design. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt zweimal Lappland drin, aber das riecht sehr, sehr lecker. Schaut mal dieses schöne Blau dabei. Und Kiefern, Zedern und Zitrone. Ich weiß nicht, ob ich mir das richtig aufgeschrieben habe, aber ich meine, dass das ein bisschen frischer riecht, also ein bisschen feiner, ein bisschen frischer. Das ist richtig, richtig toll. Auch dieses dunkelblaue gefällt mir absolut gut. Die können ja auch mal nicht alles Lappland nennen, ne? Wäre ganz sinnvoll, ehrlich. Ja, aber ich will dann immer ungefähr zumindest wissen, was drin ist, damit ich einfach auch hier so ein bisschen reflektieren kann, wie gut ist der Duft oder passt das überhaupt. Und das ist einfach so ein Tick von mir, ne? Das ist ja nicht böse gemeint, aber ich finde das einfach auch ein bisschen angenehm für mich, dann irgendwie zu gucken, wie sind die Duftnoten. Und sie gehen meistens in der Duftlampe bzw. hier in der Duftkerze richtig gut auf. Das nächste, was wir hier haben, ist Schweden. Ich habe ja zum Beispiel die Finnlandlampe, die ist einfach nur mega, die große 500 Gramm, absolut top. Und Schweden ist Moschus mit Sandelholz und Zedernholz. Okay. Ich weiß nicht, ob es mein Duft wird, aber dafür sind diese Größen in Richtung Teelicht, aber Teelicht ein bisschen größere Größe, finde ich richtig gut, dass man sich einfach mal ausprobieren kann, welche ist meine persönliche, was ist mein persönlicher Favorit. Er ist frisch, er ist aber ein bisschen dunkler vom Geruch her, aber angenehm, wirklich angenehm. Lecker! Ich bin gespannt. So, jetzt haben wir hier noch zwei Türchen und dann haben wir die obere Schachtel schon mal leer. Ihr könnt das hier auch immer rausnehmen, aber ich drücke das jetzt nicht so ein, weil das eigentlich ganz süß aussieht. Nee, Kreta hatten wir schon.
Und dann haben wir hier noch eine. Ah ja, okay. Das ist auch wieder so süß. Santa's Workshop. Da habe ich auch wieder keine Beschreibung zu gefunden. Das riecht aber süßlich. Das hat eine frische Bäckereinotenduft tatsächlich. Angenehm. Ich würde darauf tippen, dass hier Vanille drin ist mit ein bisschen Zimt vielleicht oder so. Oder Orangenblüte. Auf jeden Fall sehr, sehr frischer Bäckereiduft. Auch ein bisschen winterlich. Zimt, Vanille vielleicht. Mega. Gut, dann haben wir den ersten Karton leer gemacht, hoffe ich. Alles wieder rein. Und wir machen die zweite Etage auf und die ist wirklich noch richtig dolle gefüllt. Ich weiß auch nicht, ob ich mir alle Sachen rausgeschrieben habe. Wenn nicht, dann ist das einfach so. Wieder ein großes Duftstäbchen Verpackung. Oh, das ist Santori. Santori ist so ein Duft, den wollte ich schon immer testen, weil den gab es jetzt. Aktuell gibt es ihn ausnahmsweise in der großen Größe mit 500 Gramm, sonst gab es ihn immer in der kleinen Größe. Und viele haben geschwärmt, wow, Santori ist jetzt in der großen Größe, da muss ich direkt kaufen und nochmal kaufen und so. Und ich so, okay, da musst du den auch mal testen. Santori. Ist dann in so einem dunklen Blauen. Ich gucke einmal kurz, wo steht Santori? Ich habe mir zu viel aufgeschrieben. Aber ich brauche sowieso einen kleinen Moment, bis ich das abgezogen habe. Kleinen Momento. Santori ist Rosmarin mit Tonkabohne und Zedern. Zedern? Okay, das hört sich jetzt nicht unbedingt nach meiner Duftrichtung an. Okay, aber es riecht anders, wie man sich es vorstellt. Wenn ich so an Rosmarin oder Rosmarinkartoffeln denke, dann riecht es nicht so. Es riecht wirklich so mehr nach Tonkabohnen, Zedernholz, wahrscheinlich mit einem Hauch von Rosmarin. Sehr, 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 sehr lecker. Ich kann es wirklich jetzt gerade mal bestätigen. Es ist ein angenehmer Duft, der oft auch im Badezimmer verwendet wird in so einer dunkelblauen Verpackung. Mega. Uff. Die schmeißt die immer. Ja, das Problem ist, dass du das ja nach da unten schmeißen musst. Ne? Da komme ich ja gar nicht mit meinen Fingern rein. Okay, die tun wir mal zur Seite. Und dann haben wir wieder eine Duftkerze. Oh, was ist das denn? Sparkling Wine. Also ein Weinduft, aber so ein leichter, ich würde schon sagen, ein Weißwein statt ein Rotwein. Ich gucke mal kurz, ob ich dafür eine Beschreibung habe. Sparkling Wine? Nein. Okay, ich trinke keinen Weißwein, deswegen. Also, ich trinke Rotwein und Rosé höchstens, aber. Und Glühwein natürlich, aber das. Es ist ein leichter, frischer Duft, der ist auch leicht angeherbt, was schon so in Weinrichtung, Weißweinrichtung gehen könnte, aber ob es jetzt 100% im Weißwein ist, kann ich leider nicht sagen. So, das ist so süß. Wir haben hier nochmal XOXO Violet Special Edition. Das ist nur eine limitierte Edition. Das heißt, das bleibt nicht. Die Produkte, die sind nur vorübergehend da. Ich bin gerade am gucken, ob die Sonne, die jetzt von der Seite kommt, hier dieses Video verblendet. Violet war hoffentlich, Moment. So. Emma mit Jasmin und Mandarine. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr schön. Mag ich auf jeden Fall. So, dann die nächste Kerze. Und das sind wirklich viele, viele Kerzen. Es gibt noch einen günstigeren Kalender, der ist auch nur gefüllt mit Mini-Kerzen. Aber da habt ihr dann eben keine Duftstäbchen und nichts drin. Deswegen hatte ich mir den jetzt nicht geholt. Okay, hier haben wir die Bora Bora Lampe. Das finde ich eigentlich ganz süß, weil ich dachte eigentlich, dass sie komplett aus dem Sortiment wäre, weil ich die lange nicht mehr gelesen habe. Ich kaufe immer über Mix and Match, weil da kriegt ihr immer schon, wenn ihr 6 Kerzen reintut, 20% und kombiniere das dann noch mit einem anderen Rabattcode und so wird es dann eben günstig. Das Design hiervon ist mega, mega hübsch. Merkt ihr, dass die Müllabfuhr kommt davon? Ich weiß nicht, ob ihr das im Video hört, aber da kann ich jetzt nichts machen. Da drehen wir nicht neu.
Wäre auch totaler Quatsch. Bora Bora ist Kokosnuss mit Tonkabohne und Vanille. Boah, da kommt extrem die Kokosnuss rüber. Also das ist schon fast, als wenn ihr so ein Coconut Daiquiri oder so trinkt. Auf jeden Fall, ich mag ja sehr gerne Kokosnuss. Ich finde auch das Design richtig, richtig, richtig hübsch von dieser Kerze. Mega süß. Und meine Schwägerin, die hat seit 3 Jahren Avon May locker. Also bevor auch das Ganze hier so gehypt wurde oder influencermäßig vertickt wurde. Und sie hat die immer in Einräumen überall alles an. Und ihr habe ich dann gestern so geschickt. Ich sage so, guck mal, habe ich alles gekriegt. Und so hat mich ja auch mega gefreut. Gut, jetzt haben wir hier eine. Das ist eine aus der Schwarz Edition. Die ist, glaube ich, schon ein Jahr alt. Die gibt es aber nur noch in Duftstäbchen, nicht mehr in Kerzen. Das sind so ganz schwarze. Da gibt es 3 verschiedene Varianten. Und hier sind wir bei der Duftkerze Hawaii. Hawaii, das ist so vulkanmäßig angehaucht. Also ich denke, dass das so dunklere Editionen sind. Ich gucke einmal kurz, was drin ist. Hawaii ist Kaffee, Tabak und noch irgendwas. Also da muss ich sagen, das sind kräftige, heftigere. Aber ich finde, Tabak und so, das kommt gar nicht so heftig rüber, wie ich mir das vorstellen könnte. Ich habe sie nie bestellt, weil ich die Duftstäbchen eben nicht kaufe. Ich finde sie für mich persönlich zu teuer. Ich finde aber, die gab es auch als Kerzen. Da hätte ich sie damals auch bestellen müssen, meine ich. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Ne? Das sage ich immer. Es ist, wie es ist. Das kannst du sowieso nicht ändern. Aber das schwarze Design, ich hoffe, ihr seht so ein bisschen den Druck hier drauf. Mega, mega schön. Nur ihr könnt kaum lesen, was da drauf steht. Okay, das nächste Türchen. Da haben wir nochmal Duftstäbchen, denke ich mal, drinnen. Mit dem Duft Dresden. Dresden ist einer der weihnachtlichen Düfte, die es jetzt bei Avon May neu gibt. Die kommen ja immer so Richtung Weihnachtszeit und es ist immer Nürnberg, Dresden und noch etwas. Ich weiß es auswendig nicht. Das sieht dann so aus, hat eine rote Verpackung. Dresden ist, Achtung, Kardamom mit Mandel und Vanille. Ich finde immer ganz gut, wenn man es jetzt so sagt, weil dann kann vielleicht der eine oder andere schon hören, die Sachen mag ich, vielleicht will der eine oder andere sich das dann auch holen. Je nachdem, wie die Duftbeschreibung dann ist und ob es dann passt oder so. Austesten, also ich habe ganz viele Firmen eben ausgetestet, bevor ich hier auf YouTube online gegangen bin. Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher, um zu gucken, welche Firmen finde ich tatsächlich persönlich ganz gut. Weil, wenn irgendjemand mich fragt, wie findest du das oder das, dann habe ich auch schon Antworten darauf. Okay, das ist jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist jetzt im Moment vom ersten Schnupper nicht mein Duft. Ich glaube, er ist so weihnachtlich echt angehaucht, aber er überzeugt mich jetzt nicht ganz so. Aber es gab auch schon bei vielen anderen Duftkerzen, Duftsachen, Sachen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt erstmal nichts meins und trotzdem ist es zum Schluss voll mein Duft geworden. Deswegen finde ich, man muss das erstmal alles so ein bisschen ausprobieren. Ich versuche es mal nicht ganz so knallen zu lassen. Trotzdem ein gutes Produkt. Gerade über die Weihnachtszeit seid ihr echt mit so einem Adventskalender ausgestattet. Merkt ihr es? Ich fange an zu stottern. Zu viel quatschen. Gut, die nächsten Sachen, die wir noch haben. Es ist noch nicht ganz vorbei. Was ist das denn? Ah, ich glaube Tee. Da haben wir einmal eine limitierte Edition von dem Tee in der Duftrichtung Persia. Persia ist eigentlich ein Duft, den könnt ihr bei Avon May kaufen. Persia ist Teefeige mit Kardamom und Apfel. Ist jetzt nicht unbedingt meine Duftrichtung. Das ist auch nur so eine kleine Portion. Finde ich tatsächlich für einen Adventskalender ein bisschen zu wenig, gerade wenn er 119 Euro kostet. Wobei der Gesamtwert dieses Adventskalender, glaube ich, über 200, nee, der kostet ja 199 eigentlich. Ich weiß nicht. Der Adventskalenderwert wird wahrscheinlich deutlich höher sein. Trotzdem, ich sage ja einfach immer nur so ein bisschen meine Meinung und ich finde einfach, ein klein bisschen mehr hätte dabei sein können. Trotzdem ein gutes Produkt, brauchbar und mal was anderes. Ne? Ja, ich werde sonst immer geköpft, wenn ich sage, ich finde, da soll mehr drin sein, weil die dann schreiben, der Wert ist um ein Vielfaches höher. Aber ich habe ihn mir jetzt auch nicht ausgerechnet und auch nicht bei
Anxious World zum Schluss nochmal geguckt, weil ich einfach finde, es ist gut so. Ne? Hier haben wir einen, und zwar ist das Pinot Noir, ein Weinduft mit Himbeere, Pfirsich und Johannisbeere. Und der ist geil. Der ist richtig geil. Er ist ein bisschen dunkler, ein bisschen düster, ein bisschen herber, aber eben mit diesem Pfirsich, Johannisbeere, Himbeere, mit so einem fruchtigen Aroma. Mega, mega cool. Ich mag sowas. Ne? Ich hatte den tatsächlich schon im Mix and Match in meinem Warenkorb und habe ihn aber zum Schluss, glaube ich, wieder rausgeschmissen, weil ich mir nicht sicher war, ob das ein Weinduft unbedingt meins ist. So, wir haben noch 4 Sachen und dann noch die Kiste und dann sind wir auch schon durch. Das Video war mega lang, es tut mir leid, nein. Okay, hier haben wir nochmal eine super süße schwarze Kerze, ihr wisst das. 3 Stück gab es und hier haben wir New Zealand. Ja, New Zealand ist Black Beach, aquatische Noten mit Patchouli und weißen Blüten. Ich werde meistens zum Schluss immer so ein bisschen wirrwarr vom Kopf gehen, weil er einfach, du quatscht und quatscht und quatscht und du machst dieses Video in einem durch. Oh. Da stolpern die Gedanken übereinander. Okay, ist wesentlich leichter, als ich mir es vorgestellt habe. Aber angenehm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei einer anderen Duftfirma das mache, dann riechen alle immer, wenn ich sie aufmache, die Packungen, bam. Hier halt die meisten Kerzen, die ich hier gerochen habe, hatten nicht diesen Bam-Effekt. Aber zum Beispiel weiß ich ja von meinen eigenen Kerzen, die ich schon benutze, dass wenn du diese Kerzen anzündest, dann geht das hier richtig ab, ne? Aquatische Noten, definitiv wahrnehmbar, weiße Blüten. Ja, leicht fruchtig. Patchouli weiß ich ehrlich gesagt nicht, was es ist. Aber insgesamt ein guter Deal. Schwarz als Deko ist auch mega. Finde ich sehr, sehr schön. Und wieder so ein größeres, das könnte nochmal ein Tee sein, meine ich. Ja, ist es auch. Und zwar sind wir bei Nürnberg. Und meine Schwägerin, die sagte dann auch, ja, dann hast du ja was für Weihnachten. Und ich so, nee, mache ich auf YouTube auf. Und ehrlich gesagt kriege ich die nicht mehr eingegliedert hier in die Boxen, dass es so aussieht wie neu. Von daher lasse ich es dann. Nürnberg. Ich weiß nicht, ob ich mir Nürnberg aufgeschrieben habe. Ich meine nämlich nicht. Aber vielleicht steht es ja hier drin. Das ist Zimt mit Mandeln, mit Nelke, mit Kardamom und Sonnenblüten. Oh, das ist praktisch. Das steht dann hier drauf. Auch wieder als kleine Portion. 2 Tees kannst du da schon mitmachen. Also es ist nicht unbedingt ganz, ganz wenig. Nur, da passt noch was rein, ne? Theoretisch. Aber für den Preis, den ich gezahlt habe, den ich euch jetzt gleich auch sage, ist sowieso nicht zu meckern. Also da brauchen wir gar nicht mit anzufangen. Das ist kein Kriterium. Ich hätte mir den auch zum Normalpreis, also 199 mit 40-50% Rabatt, hätte ich mir den jetzt demnächst doch nochmal gekauft, aufgrund von den Videos, die ich bisher gesehen habe und dem Feedback. Hier haben wir einmal den Duft Brüssel. Das ist wieder, das sieht tatsächlich, so sind dann tatsächlich klassischerweise das auch in dem Shop zu kaufen. Und Brüssel ist, Brüssel. Ich bin mir sicher, dass ich Brüssel rausgesucht habe. Habe ich den nicht aufgeschrieben? Also so wie es aussieht, habe ich den nicht aufgeschrieben. Vielleicht hatte ich auch keine Duft. Aber das ist mit Vanille. Das ist eindeutig in meinen Augen mit Vanille. Es ist ein schöner Duft, ein angenehmer Duft. Das Design ist wieder mega, mega hübsch und es ist wirklich auch liebevoll hergestellt, finde ich. Und wenn wir im Vergleich sehen, ein Adventskalender von einer anderen Firma, die auch Kerzen verkauft, kostet auch ähnlich viel mit Rabatt. Also wenn sie das normalerweise kaufen, nur dass sie eben ihre Werbung über Fernsehen machen und die das über Influencer-Kreise und dadurch anteilig die Leute auch, ich denke mal, bezahlen können oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Kooperation. Dann haben wir hier einmal die letzte schwarze Kerze. Ich wünschte, die schwarzen würden sie nochmal rausbringen. Und zwar sind wir beim Thema Iceland. Iceland ist Black Beach. Das auch nicht rausgeschrieben. Okay, vielleicht habe ich das auch nicht gesehen, was Iceland unbedingt für eine Duftrichtung ist. Ach, Brüssel haben wir hier. Haselnuss mit Kokosnuss und Toffee. Ja, das ist doch schon mal ganz gut.
Iceland und Eis. Ich versuche immer noch rauszufinden, ob ich nicht doch Iceland. Ich bin der Meinung, ich habe es aufgeschrieben. Ich hasse das, wenn etwas nicht korrekt gemacht ist. Gut. Ja gut. Da sind wir schon beim letzten Türchen. Hier von Iceland habe ich keine Bewertung, weiß aber das, weil ich eben auch auf der Seite von denen war, dass das wirklich 5 Sternchen habt. Also ihr könnt auch immer bei den bei diesen ganzen Duftdinger nachgucken, wie sind die Duftrichtungen, wie kommen die an, die werden immer bewertet, jetzt wird nicht so blindkaufmäßig angeboten, finde ich eigentlich ganz gut. Der Adventskalender ist durch, wir sind auf jeden Fall beim Finale. Ich habe jetzt hier nur noch meine eigene kleine Bestellung liegen, beziehungsweise 2, 4, 6, 7 Duftkerzen. Und da haben wir einmal Seychelles, habe ich euch das eben gesagt. Seychelles ist Bittermandel mit Jasmin und Rose. Das ist ein Duft, schon alleine wegen Rose musste ich den haben, aber auch wie der veröffentlicht wurde, fand ich eigentlich das Design ganz niedlich. Das ist nämlich hier so eine richtig große 500 Gramm Packung. Und den hier könnt ihr eben als Untersetzer für eure Duftkerzen nutzen. Er ist aquatisch, er ist frisch. Mega, mega angenehm. Also der ist so, ich sag mal, ein schöner, locker, leichter, sommerlicher Duft. Und mit Jasmin und Rose einfach blumig, floral. Aber lecker. Also wirklich mega, mega lecker. 3 Duftkerze passt auf jeden Fall. Und ihr braucht ewig, bis ihr die verbraucht habe, weil ich mache die an, dann verteilt sich das im Raum und dann mache ich sie erstmal wieder aus und nutze sie erst wieder, wenn ich den Duft brauche. So, dann haben wir einmal, das machen wir jetzt aber nicht auf. Wir haben hier einmal Violet, das ist dieses XOXO, wo ich gesagt habe, und deswegen war es süß, weil ich den Adventskalender noch dabei habe, dass ich einfach jetzt auch ein paar Sachen so abgeben kann zum Verschenken von diesen kleinen Duftkerzen, weil die habe ich ja jetzt schon, ne? Ihr habt immer so kleine Coupons dabei für Ava und May. Dann habe ich hier, ich habe doch gesagt, Santori. Diesmal aber eine kleine Größe, weil ich sie einfach testen wollte. Wenn ich gewusst hätte, dass sie im Adventskalender ist, hätte ich sie mir wahrscheinlich nicht gekauft. Dann hätte ich mir sie wahrscheinlich direkt in groß geholt. Santori hatten wir ja, glaube ich, eben schon mal. Ja. Dann haben wir einen Duft, den musste ich einfach schon haben, weil das Land gestimmt hat. Und zwar sind wir bei Dänemark. Und Dänemark ist natürlich so ein Ort, Kopenhagen, logisch, Hauptstadt von Dänemark. Das mag ich einfach. Ich muss das hier einmal kaputt machen, weil das werde ich ja auch nicht mehr zurückschicken. Ich habe für alles, was ich euch hier in diesem Video zeige, Adventskalender plus die ganzen Kerzen, ich glaube 118 Euro gezahlt. Also insgesamt für alles. Also der große für 199 plus die ganzen Duftkerzen, die jetzt noch hier... Das ist ein Mega-Deal. Ich werde nie günstiger an diesem Ganzen rauskommen. Das ist so ein, kein Milchglas-Optik, doch Milchglas-Optik ist das, also so verdunkelt. Kopenhagen, oh, ist das schön. Das ist rosa Pfeffer mit Sandelholz und Veilchenblatt. So ein schöner, leichter, floraler Duft. Jasmin, mega. Die sind dann auch nicht so teuer. Wenn ihr die mit Rabatten nehmt, dann seid ihr so bei 12 Euro, vielleicht 13, 14 Euro. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, welchen Rabatt ihr anwendet. Aber insgesamt mega, mega schön. Ein leichter Duft. So, was haben wir hier? Special Edition von der Sita Masse. Ich wusste tatsächlich nicht, dass sie hier eine Kooperation mit Avon May hatte. Und dann habe ich das vor... Dann war der Launch, dass es wieder die zu haben gibt, vor 4 Wochen, 5 Wochen vielleicht. Und ich denke so, okay, brauchst du, weil ich habe ja auch die Sarah Engels Lampe und die ist eben im ähnlichen Design, nur dass bei Sarah Engels das Gläschen ein bisschen dunkler wurde. Sita Masse ist Jasmin mit Safran und Zedern. Okay, ich muss sagen, die ist jetzt nicht unbedingt sehr intensiv vom Geruch, also noch schwächer als andere vom ersten Riechen. Sie ist leicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Lieblingslampe ist. Es ist mit der Jasmin, das ist schon deutlich wahrnehmbar. Aber Safran und Zedern. Trotzdem wollte ich sie einfach testen. Viele Sachen kaufe ich bei Ava May eben einfach zum Austesten, um zu wissen, wie es was mag ich am liebsten und so weiter. Und es kommt immer
Bei uns in der Familie komplett gut an, wenn die Sachen duften, also wenn die Räume duften. Hier haben wir eine, boah, die habe ich bestellt, das erzähle ich euch jetzt gleich. Und zwar nennt sich die Havanna. Havanna ist eine, die gibt schon ewig lang da, die ist nämlich mit Tabak und Rosenduft, aber die gab es immer in groß. Und dann haben sie eine Kooperation gemacht oder eine Zusammenarbeit mit einer anderen Firma. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, und haben das dann als kleine Duftlampe statt als große. Und da ich die testen wollte, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie Tabak mit Rose die riecht, und ich lieber einen Rosenduft als einen Tabakduft haben wollte, habe ich die auch gekauft. Wow. Also ich weiß es nicht. Das ist schon ein ungewöhnlicher Duft, also einer der ungewöhnlichsten Düfte, die ich je wahrgenommen habe. Also ihr habt hier schon so eine Note, aber eben mit Rose kombiniert. Hat jemand geheiratet oder was angehört? Mega. Also ich bin echt total neugierig, weil ich einfach diese Sachen liebe. Und Leute, nochmal als Info. Diese ganze Aktion habe ich gemacht, als Vivian wieder sagte, hör mal, bei mir hat ein Code funktioniert und dann hat mein Adventskalender nur 60 € gekostet. Hat sie im Video gesagt. Und dann habe ich ihren Code probiert, hatte aber auch noch meine Artikel von Mix and Match drinnen. Und so kam es, dass ich dann tatsächlich für alles zusammen nur den Preis gezahlt habe. Das ist aber kein normaler Preis. Also ganz ehrlich, die Zeit im Durchschnitt, selbst mit Codes für den Adventskalender, ich glaube 120, 130 € ungefähr. Es sei denn, ihr habt hier den im Frühverkauf gekauft, glaube ich. Und der Code ist auch inzwischen, wie gesagt, deaktiviert. Und Greta, ja, was soll ich dazu sagen? Das wird ihr jetzt, dieses Paket, so werdet ihr niemals wieder kriegen. Und wir haben hier einmal Greta, wo ich euch auch im Video beim Adventskalender gesagt habe, es freut mich einfach. Greta war aquatische Note mit Tannenholz und Zedern. Der ganze Pott riecht mega, mega lecker. Sie müssen sich natürlich auch, und das ist eben etwas, was ich jetzt nicht sagen kann, im Raum gut verteilen. Sie müssen lecker riechen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur so meinen ersten Eindruck, meine erste Review zu diesen Produkten geben. Aber ich freue mich, dass ich das gemacht habe, weil ich hätte niemals geglaubt, dass Avon May das tatsächlich versendet, sondern ich hätte eher darauf tendiert, habe ich auch meiner Freundin gesagt, wie ich ihr den Code gegeben habe, weil ich echt gedacht habe, das wird eine Finte. Dass sie das dann so zu dem Preis rausgeschickt hat. Ich sehe es einfach als Möglichkeit für dieses Video, für dieses YouTube-Video, hätte aber auch den Adventskalender und später die anderen Sachen gekauft. So habe ich eben alles mal auf einmal gekauft für 120 € ungefähr 118, 120. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das Schleudern beginnt hinten in der Waschmaschine. Ich muss auch gleich arbeiten. Euch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.